Über der britischen Gemeinde Hagley ragt auf dem Gipfel des Witchbury Hills ein 26 Meter hoher Obelisk. Er ist das Wahrzeichen der Region und kann aus meilenweiter Entfernung am Horizont gesehen werden. Doch seit Jahrzehnten taucht immer wieder eine Botschaft am Obelisk auf, die die Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Ein Satz, der symbolisch für einen mysteriösen Mord steht. Who put Bella in the Witcher? Es war das Jahr 1943 in England. Der Zweite Weltkrieg überschattete das Leben und die Menschen litten an Hunger. Und am 18. April 1943, einem Sonntagmorgen, machten sich vier Jungen auf den Weg, die Wälder nach Nahrung zu durchstreifen. Es waren Robert Hart, Thomas Willets, Bob Farmer und Fred Payne. Sie stammten aus Stourbridge, das ist eine kleine Stadt im Westen von England, das zum Ballungsgebiet von Birmingham gehört und im Jahr 1943 noch Teil der Grafschaft Worcestershire war. Für ihre Suche nach Essen gingen sie in den südlichen Teil von Stourbridge gelegenen Hagley Wood und dieser Wald gehörte zum Teil zum Hagley-Anwesen, auf dem die Adelsfamilie Littleton lebte und der Hagley Wood somit ein Teil ihres Grundstücks war. Und auf diesem primitiven Teil des Waldes verschlug es am Morgen des 18. April 1943 die vier Jungen, die auf der Suche nach Nahrung waren und damit sogar Landfriedensbruch begann. Dort in dem Wald sahen sie einen großen, dicht bewachsenen Baum. Es war eine Witch Elm, also im Deutschen eine Bergulme. Und in dem Baum war ein dichtes Astgeflecht. Darin vermuteten die vier Jungs, dass sie Vogeleier finden würden, die sie gesucht hatten. Und Bob Farmer kletterte auf den Baum und sah von innen, dass der Stamm hohl war und sich darin etwas befand. Er griff hinein und er hatte einen Schädel in der Hand. Und zunächst dachten die Jungen, dass es sich vielleicht um ein Tier handeln könnte, welches in diesem Baum gestorben war. Doch es war ein menschlicher Schädel. Dieser war komplett skelettiert und hatte lediglich eine verfilzte Haarsträhne an der Schläfe des Schädels. Und die vier Jungen waren schockiert darüber, was sie dort gerade in dem Bauminneren gefunden hatten. Und sie legten den Schädel erstmal zurück, denn sie wussten nicht, was sie damit tun sollten. Und eigentlich müssten sie ihren Fund der Polizei ja melden, aber sie befanden sich gerade illegal auf einem Privatgelände. Und aus Angst vor einer Strafe einigten sie sich also darauf, dass sie über diese Entdeckung schweigen sollten. Doch der jüngste von ihnen, Thomas Willits, konnte nicht mit diesem schrecklichen Gedanken leben und er erzählte sofort seinem Vater, nachdem er wieder zu Hause war, von dem, was er und seine Freunde dort gefunden hatten. Und die Familie Willits kontaktierte daraufhin sofort die Polizei. Die Polizei machte sich umgehend auf den Weg, um den Ort, an dem die Leiche gefunden wurde, zu untersuchen. Und in der dicht bewachsenen Ulme fanden sie neben dem Schädel auch das weitere Skelett. Aber dieses war so fest in den Baum eingeklemmt, dass sogar Holzfäller den Baum abholzen mussten, um das schockierende Grab freizulegen. Und neben der skelettierten Leiche fanden die Ermittler einen einzelnen Schuh, einen Fetzen Stoff, Kleidungsstücke und einen goldenen Ehering. Und das Skelett war nahezu vollständig, jedoch fehlte die Hand. Diese war abgetrennt worden und die Überreste der Handknochen konnten in der Umgebung dieser Ulme gefunden werden, die auf dem Boden verstreut lagen. Am 20. April 1943 wurden die Überreste der unbekannten Person an das forensische Labor der Birmingham Universität übergeben, wo sich der Professor und Pathologe James Webster um die Untersuchung kümmerte. Und er konnte der toten Person erstmals ein Stück weit Identität geben. Er stellte fest, dass es sich bei dem Skelett um eine weibliche Person handelte, die bereits seit 18 Monaten tot war. Und ihr Todeszeitpunkt war wahrscheinlich im Jahr 1941. Die Frau war ca. 35 Jahre alt, 5 Fuß, also 1,52 Meter groß, hatte mausbraunes Haar und ungleichmäßige Zähne. Und außerdem konnte er feststellen, dass die Frau in der Vergangenheit höchstwahrscheinlich mindestens ein Kind geboren hatte, was sich am Beckenknochen erkennen ließ.
Die untersuchten Knochen deuteten nicht auf Gewalteinwirkung hin und es gab keine Anzeichen einer Krankheit, an der sie gestorben sein könnte. Daher kam Webster zu dem Entschluss, dass die Frau an Erstickung verstarb. Dafür würde auch sprechen, dass in ihrem Mundraum Taft gefunden wurde. Das ist ein Gewebe aus Seide, mit dem sie womöglich erstickt wurde. Und außerdem konnte herausgefunden werden, dass die Frau kurz nach ihrem Tod in den Baumstamm platziert sein musste. Es konnte nicht viel Zeit vergangen sein, denn die Leichenstarre setzte noch nicht ein, da es sonst unmöglich gewesen wäre, den erstarrten Körper ohne Verletzung in diese Enge zu quetschen. Mit dieser Annahme ist es auch möglich, dass die Frau sogar noch gelebt hat, als sie in den Baum gelegt wurde. Anhand der gefundenen Kleidung konnte eine gute Übersicht darüber gegeben werden, was die Frau trug, als sie starb. Sie hatte einen braunen Rock mit Schlitz, ein pfirsichfarbenes Petticoat und einen blauen Gürtel und eine dunkelblau gestreifte Strickjacke an. Und die Kleidung war von minderer Qualität und gehörte wahrscheinlich einer eher bescheiden lebenden, ärmlichen Frau. Und außerdem waren ihre Haare nicht gefärbt oder frisiert, was auch diese Annahme unterstützte. Doch trotz der detaillierten Beschreibung ihrer Kleidung war das kein eindeutiges Indiz, denn man konnte nicht sagen, wem diese Kleider gehörten, denn während des Zweiten Weltkrieges und in Zeiten der Armut lief fast jede Frau in Großbritannien mit ähnlichen Kleidern herum. Und mit einer Zeichnung der Frau und ihrer Kleidung ging die Polizei dann an die Öffentlichkeit und druckte in den Zeitungen ihr Bild ab. Und auch mit dem Hinweis, dass diese Frau höchstwahrscheinlich Mutter sei und wohl verheiratet gewesen war. Und zusätzlich wurden insgesamt 3000 Vermisstenfälle zu dieser Zeit in Großbritannien untersucht. Doch weder konnten sie in den Akten Rückschlüsse auf die Identität der Frau ziehen, noch meldete sich jemand, der sie erkannte. Und nachdem Wochen vergangen waren, ohne dass ein Hinweis die Polizei erreichte, versuchte Webster anhand des Gebisses der Frau, sie zu identifizieren. Während der Zeit des Krieges gehörte es zum traurigen Alltag, dass Menschen vermisst oder getötet wurden. Doch mit Hilfe der Zähne sollte es einfacher sein, der Unbekannten eine Identität zu geben. In ihrem Oberkiefer fehlte ein Zahn und Professor James Webster hatte den Verdacht, dass dieser professionell gezogen wurde und das ungefähr ein Jahr vor ihrem Tod, also circa 1940. Und die britischen Zahnarztakten wurden durchsucht und ihr Gebiss in Zahnarztzeitschriften veröffentlicht. Doch kein Zahnarzt in der Region meldete sich bei der Polizei, der sich an diesen Eingriff erinnern könnte. Also stammte die Frau vielleicht gar nicht aus der Gegend von Birmingham? Je mehr Zeit verging, um die Frau zu identifizieren, desto mehr rückte das öffentliche Interesse von diesem Fall ab. Nach nur wenigen Wochen schien die Frau wieder vergessen worden zu sein und die Zeitungen richteten dann auch ihren Fokus wieder auf die Berichterstattung über den Zweiten Weltkrieg. Und um Weihnachten 1943 war der Fall sowohl für die Polizei als auch für die Bevölkerung scheinbar vergessen. Bis eine kryptische Nachricht auftauchte, weshalb die Tote aus der Witch Elm bis heute eines der größten Mysterien Großbritanniens ist. An einer Hauswand in Birmingham war dort mit Kreide geschrieben: Who put Bella down the Witch Elm? Hagleywood. Also, wer hat Bella in die Bergulme im Hagleywood gelegt? Aber dies war nicht das einzige Graffiti. An mehreren Wänden in Birmingham und in der gesamten Region um den Hagleywald wurden diese Schriftzüge gemeldet. Immer mit ähnlichen Inhalten. Manchmal wurde jedoch statt Bella Lou Bella geschrieben. Während einige Menschen dann vermuteten, dass es sich um einen schlechten Scherz handelte, nahm die Polizei diese seltsame Botschaft sehr ernst. Denn wer sollte sich die Mühe machen, um die Polizeiarbeit zu verspotten und an mehreren Stellen im gesamten Umland diese kryptische Nachricht zu hinterlassen? Während in den nächsten Wochen immer wieder der Schriftzug auftauchte, wandte sich die Polizei dann auch erneut an die Öffentlichkeit. Zum einen, um denjenigen zu bitten, der scheinbar mehr wusste, dass der sich endlich an die Polizei wendet, aber auch nun konkret, um nach einer Bella zu suchen. Das Graffiti offenbarte ja scheinbar ihren Namen,
Bella bzw. Lou Bella sollte die Frau anscheinend geheißen haben und erneut wandte sich nun die Polizei an die Presse, ob jemand eine Bella kennen würde, die nun seit mittlerweile 3 Jahren als vermisst galt. Doch auch diese Bemühungen verliefen ins Nichts. Selbst in den 1970er Jahren tauchten Graffiti mit dem Schriftzug Who Put Bella in the Witch Elm in der Region und am Witchbury Obelisk auf. Die Frage wirkt, als wollte der Schreiber die Polizei verhöhnen, aber noch etwas fällt auf. Die Schreibweise des Baumes hatte sich verändert. Die Witch Elm, also Bergulme, wurde mit Y geschrieben. Doch dort stand dann Witch, also Hexe. War dies vielleicht ein versteckter Hinweis oder hatte sich der anonyme Schreiber einfach nur vertan? Bis heute, mehr als 70 Jahre nach ihrem Tod, gibt es keinen einzigen Hinweis, wer die Frau war und warum sie getötet wurde. Kein Verwandter, kein Nachbar oder Bekannter hat sich je bei der Polizei gemeldet, der einen Hinweis auf die Identität der unbekannten Frau geben könnte. Und auch der Graffiti-Schreiber, der offensichtlich mehr wusste, hat sich nie zu erkennen gegeben. Ja, doch die Menschen in Großbritannien fragen sich bis heute, wer die mysteriöse Bella war und warum sie sterben musste. Es gab unzählige Spekulationen über diesen Fall, die über Mord bis hin zu Spionage und Hexenzirkeln führten. Es gibt das Gerücht, dass Bella eine Sexarbeiterin sei, die Anfang der 1940er Jahre an der Hagley Road gearbeitet haben sollte. Angeblich hatte sich eine andere Sexarbeiterin im Jahr 1944 bei der Polizei gemeldet, die ihre Kollegin erkannt hatte und die den Namen Bella haben sollte. Außerdem sei sie 1941 verschwunden. Aber Beweise für diese Theorie gibt es nicht. Eine weitere mögliche Theorie kam auf, die Anthropologin, Historikerin und Archäologin Margaret Murray brachte die Annahme ins Spiel, dass Bella Opfer eines okkulten Rituals wurde. Eigentlich hatte Murray sich auf Ägyptologie spezialisiert. Seit dem Krieg hatte sie ihr Themengebiet aber um Hexerei in Großbritannien erweitert. Und sie vermutete, dass Bella während einer okkulten Zeremonie getötet worden sei. Ausschlaggebend für diese Theorie war die abgetrennte Hand. Laut Murray sei das Abtrennen dieser Hand typisch für einen okkulten Mord, die sogenannte Hand of Glory. Und Anhänger der schwarzen Magie hätten sich dieses Ritual zunutze gemacht. Wenn ein Straftäter gehängt wurde, trennten sie eine Hand der Leiche ab, um aus dem Fett eine Kerze herzustellen. Und diese Kerze würde für den Hersteller magische Fähigkeiten offenbaren, wie verschlossene Türen zu öffnen und Menschen bewegungslos zu machen. Und Murray brachte außerdem eine weitere Legende hervor, die ihre Theorie stützen sollte. Diese Legende besagte, dass man eine tote Hexe in den hohlen Stamm einer Bergulme sperren muss, damit ihr Geist im Jenseits keinen Schaden anrichten kann. Somit gab es also laut Murray 2 plausible Theorien. Bella war entweder selbst eine Hexe, die geopfert wurde, oder sie wurde während eines okkulten Rituals geopfert. Besonders in der Region, in der die unbekannte Tote gefunden wurde, machte Murrays Theorie die Runde. Die Menschen trugen die Legenden um Hexerei und schwarze Magie weiter. Doch die Polizei zweifelte an Murrays Erklärung. Es gab keinen Hinweis darauf, dass okkulte Zirkel im Hagleywood operierten. Es gab auch in der Nähe des Baumes, in dem Bella gefunden wurde, keine Zeichen oder Symbole, die auf einen rituellen Mord hindeuten. Doch Murray war sich sicher, dass der Tod von Bella nicht der einzige okkulte Mord in der Region war. Als Beweis für ihre Theorie führte sie den ungelösten Mord an Charles Walton an. Bis heute ranken sich viele Legenden um den Mord am Bauer Charles Walton. Sein Tod ist fest verankert in der britischen Folklore um Hexerei und schwarze Magie. Der damals 74-jährige Walton lebte in Lower Quinton in der Region Warwickshire. Und an Valentinstag im Jahr 1945 verließ er wie gewohnt sein Haus für die Arbeit auf dem Feld und bei sich trug er eine Mistgabel.
Und obwohl er am Stock gehen musste, war er sehr aktiv und er arbeitete auf verschiedenen Farmen. Im Dorf galt er zwar als Einzelgänger, aber er war tierlieb und er hatte einen Ruf als erfolgreicher Pferdetrainer. Doch ja, Warwickshire gilt als Hochburg für englische Folklore und viele Menschen trauten sich deshalb erst nach seinem Tod ihre Vermutung über Charles Bolton laut auszusprechen. Hinter vorgehaltener Hand seien sie sich allerdings nämlich schon länger sicher gewesen, der fleißige ältere Herr sei ein Hexer. Sie erzählten sich, dass seine gute Beziehung zu Tieren sie misstrauisch gemacht hätte. Also Bolton hielt Kröten und die Leute waren sich sicher, dass er diese mit Hilfe von schwarzer Magie nutzte, um die Ernte der anderen Bauern zu manipulieren. Außerdem sei Charles Bolton in der Lage gewesen, wilde Hunde zu trainieren und Vögel hätten sich auch immer um ihn geschart. Am 14. Februar 1945 wurde Bolton brutal bei seiner Arbeit ermordet und erst wurde er mit seinem Gehstock erschlagen. Danach rammte der Angreifer die Mistgabel in seinen Körper, bis er den Körper des 74-Jährigen mit der Mistgabel durch den Hals am Boden fixierte. Und es gab zahlreiche Untersuchungen und Verdächtigungen im Umkreis des Ermordeten. Doch bis heute konnte der Täter nicht ermittelt werden und der Fall gilt als ältester Cold Case in der Region von Warwickshire. Dass der Fall bis heute ungelöst ist, hat allerdings viele Legenden und Mythen beschworen und viele waren sich sicher, dass Charles Bolton das Opfer eines okkulten Rituals wurde. Viele Leute in Lower Kinton waren überzeugt, dass ein Hexenzirkel in dieser Gegend aktiv wäre und Bolton geopfert hätte. Der Zirkel sei einer der ältesten in Großbritannien und würde aus 3 Männern und 4 Frauen bestehen, den magischen 7. Und dieser Zirkel hätte angeblich in einem heidnischen Ritual Charles Bolton geopfert, da er über Hexerkräfte verfügte. Es wurden zahlreiche Bücher über den Fall und seine mögliche Verbindung zur schwarzen Magie geschrieben und die Boulevardpresse war fasziniert darüber, dass heidnische Rituale möglicherweise immer noch in England von geheimen Zirkeln angewandt wurden. Und selbst einer der Ermittler äußerte sich nach seiner Pensionierung dahingehend und schrieb in einem Bericht, Zitat, ich rate jedem, der versucht es, sich in schwarze Magie, Hexerei und Schamanismus zu wagen, nennen sie es so, wie sie wollen, sich an Charles Bolton zu erinnern und an seinen Tod zu denken, der eindeutig der schreckliche Höhepunkt eines heidnischen Ritus war. Es gibt kein stärkeres Argument für die Menschen, sich mit ihren Schwertern, Weihrauch und Hokuspokus so weit wie möglich von diesen Bösewichten fernzuhalten. Wer hinter dem Mord an Charles Bolton steckt und ob er wirklich Opfer eines heidnischen Rituals des geheimen Zirkels wurde, ist bis heute ein Rätsel, das allerdings den Mythos und die Legenden um Hexerei in dieser britischen Region befeuert hat. Und auch bei Bella glaubten viele der Folklore und gingen davon aus, dass sie entweder selbst eine Hexe war oder geopfert wurde. Doch 1953 kam eine neue Theorie hervor, die nichts mit schwarzer Magie zu tun hatte und für viele plausibler klang. War Bella eine geheime Nazi-Spionin? Bereits kurz nach dem Fund der unbekannten Frauenleiche verfolgten die Ermittler die Spur, dass Bella Teil eines geheimen Nazi-Spionagerings war. Während des Zweiten Weltkriegs gab es hunderte Spione, die in Großbritannien gefangen genommen wurden. Und besonders die Midlands und Birmingham waren ein beliebtes Ziel von Spionen, da dort viele Munitionsfabriken angesiedelt waren. Im Jahr 1953 veröffentlichte der Autor Wilfried Beaufort Jones mehrere Artikel über diese mysteriöse Tote in der britischen Zeitschriften Express und Star. Und am 18. November 1953 erhielt Wilfried Beaufort Jones einen Brief zu seinen Berichten. Unterzeichnet war dieser mit dem Pseudonym Anna aus Cleverley, einer Kleinstadt ca. 15 Meilen von Hagleywoods entfernt. In dem Brief stand folgendes, Zitat, beenden Sie Ihre Artikel zu das Verbrechen der Witch Elm auf jeden Fall. Sie sind für Ihre Leser interessant, aber Sie werden das Rätsel niemals lösen. Die einzige Person, die die Antwort geben könnte, liegt nun außerhalb der Zuständigkeit irdischer Gerichte.
Die Angelegenheit ist abgeschlossen und beinhaltet keine Hexen, schwarze Magie oder Mondlichtriten. So sehr ich es hasse, ein Nom de Plume verwenden zu müssen, ich denke, sie werden mir glauben, wenn sie mich kennen würden. Die einzigen Hinweise, die ich ihnen geben kann, sind, dass sie für das Verbrechen verantwortliche Person 1942 wahnsinnig geworden und gestorben ist und das Opfer Holländerin war und um 1941 illegal nach England gekommen ist. Ja, die Polizei und der Journalist waren natürlich interessiert an dieser Anna und an dem, was sie über diesen Mord wusste. Sie appellierten dann auch öffentlich in den Zeitungen, dass sich diese Frau noch einmal melden sollte. Am 3. Dezember 1953 erhielt Bevon Jones dann deshalb erneut Post von dieser Frau. Darin schrieb sie, Zitat, »Wäre Anna nicht so öffentlich bekannt gemacht worden, hätte ich sie schon noch einmal kontaktiert. Ich werde sie und Beamte der CID von Worcestershire morgen Abend, Freitag, gegen 20.30 Uhr im Dick Whittington treffen. Und vielleicht kann ich ihnen bei ihren Ermittlungen helfen, wenn sie noch interessiert sind. Vorbehaltlich meiner Bedingung, der sie zustimmen müssen. Sie werden dieses Treffen natürlich nicht in der Presse veröffentlichen. Sie haben in den letzten Tagen viele wilde Spekulationen gehabt. Vielleicht ist dies die letzte oder erst der Anfang von vielen weiteren, wer weiß. In Whittington gibt es links vom Eingang eine Bar, die als Priesterloch bezeichnet wird. Mit freundlichen Grüßen, Anna. Am 4. Dezember 1953 traf sich diese angebliche Anna mit der Polizei und dem Reporter und dabei erhöhte sie auch ihre wahre Identität. Sie hieß Una Mossop. Und sie erzählte den Anwesenden, dass sie 10 Jahre über diese Geschichte geschwiegen hatte. Ihr Mann Jack Mossop hatte ihr damals erzählt, wer die Frau war und wer sie umgebracht hätte. Jack selbst. Ihr Mann sei der Mörder gewesen. Jack und Una lernten sich Anfang der 1930er Jahre kennen. Und Jack arbeitete in einer der vielen Munitionsfabriken in diesen Midlands. Und 1940 lernte er einen Mann kennen. Und der hieß Van Ralt und er war Niederländer. Und auch Una sah Van Ralt öfter, wenn er ihren Mann zu Hause besuchte, aber er kam ihr merkwürdig vor. Er hielt sich immer bedeckt und wollte ihr nicht erzählen, als was er arbeitete. Außerdem schien er trotz der Kriegsjahre viel Geld zu besitzen und auch ihr Mann Jack hatte nach den Treffen mit Van Ralt plötzlich ungewöhnlich viel Geld. Una Mossop hatte deshalb eine Vermutung, wer dieser rätselhafte Niederländer sein könnte. Ein Spion der Nazis. Und angeblich bestätigte ihr Jack dann auch später, dass Van Ralt ein Nazispion war, der von ihrem Ehemann Informationen zur lokalen Industrie, Standorten und zur Luftabwehr bekam. Van Ralt wiederum hätte diese Informationen an eine andere Agentin weitergegeben, die sich als Kabarettsängerin ausgab. Im März oder im April 1941 kam ihr Mann dann nachts völlig aufgelöst nach Hause. Er war an dem Abend mit Van Ralt in einem Pub nahe des Hagleywoods. Und über das, was danach passierte, gibt es unterschiedliche Versionen. Laut Una Mossops Aussage bei der Polizei war im Pub eine Niederländerin, mit der sich Van Ralt unterhielt. Und sie war betrunken und Van Ralt setzte sie in sein Auto und zusammen mit ihrem Mann Jack, der den Wagen fuhr. Und während der Fahrt wurde die Unbekannte ohnmächtig und Van Ralt lotste ihren Mann in den Hagleywood. Van Ralt setzte dann die ohnmächtige Frau in diese Bergulme, um sie loszuwerden. Andere Quellen sagen, dass im Pub zwischen Van Ralt und der Niederländerin ein Streit eskalierte. Er sagte Jack, dass er die beiden in den Hagleywood fahren sollte. Doch im Auto spitzte sich die Situation dann weiter zu, Van Ralt attackierte die Frau und erwürgte sie. Aus Angst vor Konsequenzen half Jack Mossop, die Leiche der Frau dann zu verstecken. Und Una Mossop gab bei der Polizei an, dass sie nach dieser Nacht eine Wesensänderung bei ihrem Mann bemerkte. Er trank mehr, er war nervös und schreckliche Träume quälten ihn, in denen er die Frau in dem Baum sah. Und das Ganze führte so weit, dass sich Una im Dezember 1941 von ihrem Mann trennte und wegzog. Und sie erfuhr dann über ihren Ex-Mann noch, dass er in einer Psychiatrie eingeliefert wurde und kurze Zeit später verstarb. Noch bevor Bella im Baum gefunden wurde.
Und ja, zunächst war die Polizei skeptisch darüber, warum Yuna Mosse mit diesen Informationen erst jetzt an sie herantrat. Aber sie war nach der Trennung und bevor die unbekannte Frauenleiche gefunden wurde, weggezogen. Und erst als 1953 dann die überregionalen Zeitungen von diesem mysteriösen Fall berichteten, hörte Yuna Mosse davon. Und die zeitlichen Abläufe, die die Zeugin der Polizei präsentierte, stimmten dann auch überein. Auch der mögliche Todeszeitpunkt Anfang des Jahres 1941 passte zu dem, was der Pathologe feststellte. Die Polizei schaltete sogar das MI5 ein, doch trotz der vielversprechenden Hinweise der Informantin konnte bis heute nicht geklärt werden, wer Bella war oder wer der niederländische Spion gewesen sein soll, mit dem Jonas Mann verkehrte. Es gibt allerdings auch Gerüchte, dass diese wichtigen Informationen absichtlich verschwiegen wurden. Und die Vertuschungstheorie wurde außerdem von einem merkwürdigen Fakt gestützt. Die Leiche der unbekannten Frau verschwand, wodurch nie moderne forensische Untersuchungen an ihr durchgeführt werden konnten. Ende der 1960er Jahre veröffentlichte der Historiker Donald McCormick ein Buch, in dem er dieser Theorie nachging. Und er fand heraus, dass 1941 ein deutscher Nazi-Spion namens Lehrer in den Midlands um Birmingham operierte und er sollte eine niederländische Freundin mit dem Namen Clarabella Dronkers gehabt haben. Und außerdem wurde ein Jahr später ein weiterer Spion verhaftet, der hieß Johannes Dronkers. Konnte die Tote aus der Bergulmer, also Clarabella Dronkers gewesen sein, die eine Dreiecksbeziehung führte? Sie trug ja zumindest einen Ehering am Finger und kam sie vielleicht mit ihrem Ehemann Johannes Dronkers nach Großbritannien und begann dort dann eine außereheliche Affäre mit dem Spion Lehrer. War ihr Tod möglicherweise eine Beziehungstat? Und wenn das war, was Una Mossop der Polizei erzählt, stimmte, war Van Ralt der falsche Name von der Affäre oder ihrem Ehemann? Andere Theorien hingegen vermuteten keine Beziehungstat, sondern dass Clarabella Dronka von einem deutschen Spionagering getötet wurde, weil sie zu viel wusste. Doch für keine dieser Theorien gibt es bislang wirkliche Beweise. Viele sind heute allerdings davon überzeugt, dass die unbekannte Tote entweder als Agentin agierte oder anderweitig in Spionageringe involviert war. Es gibt auch mehrere Berichte darüber, dass Anfang der 1940er Jahre Nazi-Spione als Fallschirmspringer im Hagleywood landeten und sich so dann nach Großbritannien schleusten. Und außerdem berichtete ein britischer Soldat, dass er in den Nazi-Akten eine Agentin sah, die Bella zum Verwechseln ähnlich sah. Sie hatte den Codenamen Clara und schleuste sich 1941 als Fallschirmspringerin ins Land. In den letzten Jahren wurden außerdem MI5-Akten aus der Zeit des Zweiten Weltkrieges veröffentlicht, die eine neue Theorie aufwarfen, wer die Tote im Hagleywood gewesen sein könnte. Die Akten bezogen sich auf den deutschen Spion Josef Jacobs. Dieser wurde dann als letzter Mann im Tower of London erschossen und auch er sollte bei einem Flug von den Niederlanden nach Großbritannien als Geheimagent ins Land geschmuggelt werden. Aber bei seinem Sprung brach er sich den Knöchel und wurde verhaftet. Und in seinen Unterlagen fanden die Ermittler einer jüngeren Frau. Es war Clara Bauerle, ein deutscher Filmstar und Kabarettsängerin, die in Ulm geboren wurde. Und sie sei angeblich die Geliebte von Josef Jacobs gewesen und laut seiner Aussage wurde sie als Spionin ausgebildet. Vor dem Krieg arbeitete sie außerdem einige Jahre in Birmingham und Jacobs berichtete, dass die Gestapo sie nach England bringen wollte. Außerdem schien es merkwürdig, dass Clara Bäuerle seit 1941, also dem Jahr, in dem Bella gestorben sein sollte, nicht mehr in der Öffentlichkeit erschien. Ja, doch die Theorie, dass die Tote die deutsche Kabarettistin sein sollte, hatte auch Lücken. Clara Bauerle war 1,80 Meter groß, wohingegen Bella nur 1,50 Meter groß war. Außerdem wurde 2016 festgestellt, dass Clara Bauerle 1942 verstarb, allerdings nicht in Großbritannien, sondern in einem Berliner Krankenhaus an einer Lungenentzündung. Und auch die Theorie, dass
Bella Clara Bäuerle war, scheint daher ausgeschlossen zu sein. Im Jahr 2018 wurde dann erstmals eine Gesichtsrekonstruktion von Bella angefertigt und diese konnte jedoch nur auf Grundlage von Fotos des Schädels erzeugt werden, denn wo ihre Überreste sind, ist bis heute ein Mysterium in diesem seltsamen Fall, ja, wie alles in diesem Fall. Und ob jemals herauskommen wird, wer die Unbekannte ist und wer sie ermordet hat, ist fraglich. Außerdem ist bis heute ein Rätsel, wer immer wieder die Frage an den Obelisken sprayt, die so viele in der Region um Birmingham beschäftigt. Who put Bella in the witch elm?